Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. So Leute, wir schauen jetzt mal hier in Mamas altmodische Geheimnisschatulle rein. Da müsste ja immer noch nach wie vor der Mythic Boomhauer drin sein. Genau. Von dem bin ich nicht so wirklich begeistert. So, hier nach wie vor die Talent Show Tire Box. Habe ich euch ja schon mehrfach vorgestellt. Talent Show Lois, Troubadour Jeff, Lois Griffin, Cape Bob Joe, Roller Disco Kurtner, Eugene Welcher und diese ganzen Combo Masteries hier. Haben wir hier die Burobu Tire Box, auch hier wiederum. Medicated Stu, habe ich euch auch schon vorgestellt. Zack Sendmünzen, Philip J. Fry, kabelloser Audiosender, Chinchilla Dick Twain, Dr. Amy Wong. Und diese ganzen Combo Masteries hier. So. Heute neu. Mythic Farnsworth Pack. Mega geil. Mit Rooftop Drunk. Thunder Cocktails. Party im Biertank. Pide. Lass mal hier reinschauen. Würde die sich wenigstens lohnen, wenn man sie komplett maxen würde? Glaube ich nicht, ne? Nee. Ah, 1832. Wo ist es bei der? Naja, 1538 könnte schon interessanter sein. So. Auf jeden Fall eine coole Box. Die Wahrscheinlichkeit, den Mythic Zoidberg zu ziehen, ist halt sehr gering. José Servo Box. Noch 14 Stunden. José Servo Spring Break Shots. Jelly Bean Schnaps. Party im Biertank. Bender. Dr. Amy Wong. Hier ist natürlich geil der Eierflip Roger. Also als Defense-Karte. Da kommst du nämlich hier auf über 50. 53 Leben. Jo, und dann sind wir auch schon in der Combo Mastery angelangt. Schauen wir uns die mal an. So, da haben wir einen Klassiker hier gleich am Anfang. In Slurm Loco. Das ist eine uralte Combo. Kennt wahrscheinlich jeder von euch. So, Slurm Loco ist das hier. Das ist ein Fry mit Slurm. Und dann kommt der Slurm Loco raus und hast du da Grapple All. Wenn wir das mal maxen würden. Maxed out. Zehnfach Grapple All. 18-fach Leech, Blutsauger, 20 Angriff, 48 Leben, das ist auf jeden Fall. Wenn einer ein reines Slurm-Loco-Deck hat, kann das schon sehr, sehr krass werden. So, dann haben wir hier den Professor Max Hammer. Aber das ist natürlich nur in der Anfangsphase, ne? Also ich sag's mal so, später dann im SFC oder so machst du damit gar nichts mehr. So. Klaus Heisler. Golfball Escape. Professor Max Hammer. Oh. Letzte Schrott-Kombo. Gehen wir mal schnell weiter. Also, die ersten beiden Kombos diesmal für die Füße. Jetzt haben wir den Zwischenrufer Zoidberg oder Heckler. Zoidberg, das ist dieser hier. Schauen wir uns den mal an. Mit Musikkarten. Oh. 12-fach berauscht, 21-fach Blutsauger, 18-fach Grapple, das ist gut. Ja. Könnte man unter Umständen mal 1000 Stück rein, 1000 Steine reinballern, ne? Wenn man den Dr. Zoidberg in der Mythic-Version hat. Ist die mit Sicherheit nicht schlecht.
Problem ist, beim Berauscht wird es nicht viel ausmachen. Aber wenigstens geht die Lebensanzahl hoch, ne? So. Und dann haben wir zu guter Letzt hier noch den Bandit Bob, auch ein absoluter Klassiker. Der hat allerdings in der Regel First-Hit-Qualitäten. Schauen wir uns den mal an. Mit 21 Punch, 20, 20 Angriff. Hier unten 21 Punch und 19 Angriff. Bist auch bei 40. Ja, hättest du 23 Punch bei 10% und 21 Angriff. Das war 44 im First Hit. Plus den Stoß durch die Mauer, um eben eine Karte down zu bekommen, die eben eine Mauer hat. Ja, ist auf jeden Fall interessant, da mal unter Umständen Steinchen für zu holen. Ich muss es mir überlegen. Ich werde es wahrscheinlich sogar tun. Also, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt Animation Slowdown, Daily Shop News und Combo Masteries. Wenn wir den gleich schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.